Ich bin Heilpraktikerin geworden, weil ich alternative Therapienverfahren kennengelernt habe, wo man wunderbar den Patienten helfen kann. Und außerdem kann ich mir Zeit nehmen für den Patienten. Das Gute ist bei mir, dass ich die Schulmedizin sehr gut kenne, weil ich selber im Krankenhaus gearbeitet habe und es doch relativ gut einschätzen kann, wie weit meine heilpraktische Tätigkeit gehen kann und ab wann ich dann doch lieber zum schulmedizinischen Arzt überweise. Das bedeutet naturheilkundliche Therapie so viel wie möglich und schulmedizinische Therapie, wenn nötig. Meine Spezialität als Heilpraktikerin ist der Bewegungsapparat und das Immunsystem, die Zellen des Körpers. Konkret bedeutet das, dass ich nach den Ursachen suche. Ich bin aufgrund meiner häufigen Kopfschmerzen zu Frau Geißler in die Praxis gekommen. Vorher habe ich mich monatelang damit rumgeschlagen. Seit ich hier behandelt werde, sind die Kopfschmerzen wie weggeblasen. Ich fühle mich bei Frau Geißler wohl, wenn ich zur Behandlung komme. Man kann sich mit ihr über private Dinge unterhalten. Man fühlt sich danach physisch und mental sehr wohl, wenn man fertig ist. Und das macht sehr, sehr viel aus. Ich bin deswegen auch schon einige Jahre bei ihr als Patient.